Ich würde sagen, dann erkunden wir einfach mal so ein bisschen die Stadt. Genug gefarmt, genug gelevelt fürs Erste. Do you want to know about the two types of Caterpillar Pokémon? Es gibt auch mehr als zwei mittlerweile. Aber ja, okay. Caterpie has no poison, but Weedle does. Ja, Caterpie, also das ist ja Raupi, das wird dann am Ende zum Smetbo. Und Weedle, das ist Hornliu, das wird am Ende zu Beboar. Oh, da geht's nicht hoch. Das hier ist die Pokémon-Schule. Wie nie gehört von denen. Das sind Generation 1 Pokémon, die kenne ich. Ja, also die ersten 150 Pokémon, die kenne ich. Die nächsten zwei Generationen, also wie gesagt, Generation 1, 2 und 3 kenne ich mich aus. So bis so 350 Pokémon, da kenne ich mich richtig gut aus. Aber dann die nächsten Generationen, da kannst du mich mit jagen. Die sind da jetzt bei 9 Generationen. Die sind jetzt bei über 1000 Pokémon. Raupi, wie kindisch. Katzi, Vögli, Fischi, Löwi. Willkommen in der Pokémon-Schule. Was ist das denn für ein Gerät? Gar nichts, okay. Butterfree and Beedrill. Ja, Butterfree ist Metbo und Beedrill ist Beboar. Jackson? Hey, Action Jackson, du schon wieder? Hallo. Ich schätze mal, du willst das über Pokémon lernen, hä? Ja, tut uns leid, da ist so ein kleines Arschloch aufgetaucht. Das hat alle unsere Lehrer und Schüler verprügelt und geht uns jetzt allen auf den Sack. Kannst du uns das mal irgendwie beseitigen? So mit einem Messer oder so? Klar, mache ich. Action Jackson mache ich platt. Ja, Jackson, unser sehr, sehr frecher Rivale. Ich weiß gar nicht, also ich hoffe mal, meine Pokémon sind stark genug. Also ich wollte es ja eigentlich noch auf Level 7 leveln, aber naja. Du! Du schon wieder! Was? Bibor? Ja, Bibor. Warte mal, es wird so geschrieben. Bibor, glaube ich. Bibor. Das ist so eine Mischung aus Bi, ne? Also Bi, die Biene, ne? Und Bohren. Also Drill. Drill, ne? Auf Englisch heißt es ja Bi-Drill und auf Deutsch heißt es dann Bi-Bohr, Bohren. Die Biene, die bohrt. Ne? Kommt ein Biberputzemann. Du! Jetzt folgst du mir also, oder was? Ach komm, halt die Fresse. Der ist so in sich selbst verliebt. Der ist so in sich selbst verliebt, der Kleine. Glut. Das tut gut. Aua! Warum zieht sein Tackle die Hälfte meiner HP ab? Alter, leck mich doch im Arsch, ey. Ich wechsle jetzt auf eins, was absichtlich sterben kann. Ja, ist okay. Das nächste benutze ich einfach nur, um mein Glumanda zu heilen. So. Und jetzt starten wir fresh rein. Ich will nichts riskieren, weißt du? Sonst mach ich eine Heilung und der macht einen Crit und ich bin tot. Nee, nee, wir riskieren hier nichts. Ember.
Okay. Boom, Baby. Action Jackson. 25 Poké-Dollar. Nein, 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 nein! I said a glass of juice, not gas the juice. Nein, nein, nein! Du wirst mir nicht meinen Spot wegnehmen. Verpiss dich! Und komm nie wieder! Kann ich mich heilen und dann nochmal gegen den kämpfen? Yes. Darf ich jetzt wieder rein? Dieser Jackson ist halt echt irgendwie verwöhntes kleines Gör. Also eigentlich, ne, habe ich ja gewonnen. Das müsste jetzt mein Platz sein und ich müsste jetzt auf den nächsten Herausforderer warten. Aber er will seinen Spot einfach nicht weggeben. Ne? So ein Trottel. Na, soll er halt dort stehen bleiben und auf andere Leute warten. So, also. Oh, guckt euch mal das hier an. Das ist doch hier Kanto, ne? Genau, steht sogar da, Kanto. Dann in der zweiten Generation ist man in Johto gewesen. Beziehungsweise war man ja Kanto und Johto unterwegs in der zweiten. Dritte Generation war dann... Was war denn dritte Generation? Sinnoh. Sinnoh war dritte Generation, glaube ich. Oder war es Hoenn? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Dritte oder vierte war Sinnoh und dann die andere war dann halt Hoenn. Und dann gab es... Oh Gott, Dog Island kenne ich gar nicht. Vulcan Island kenne ich auch nicht. Die Savvy Islands kenne ich, ja. Die gab es, glaube ich, in Pokémon Feuerrot, also dem Remake von der ersten Generation. Was dann ja quasi die fünfte Generation war oder sowas. Astrella kenne ich gar nicht. Ist das dieses britische? Weiß ich gerade nicht. Far Away Island. Pinkan Island. Munchlax Resort. Shamuti Island. Wo sind denn die Orange Islands? Sind das die Orange Islands? Weiß ich nicht. Echt krass, was es hier alles gibt. Also wie gesagt, dieses Spiel hat mehrere Generationen drin. Stefan Hoenn ist dritte, danke. Dann ist Sinnoh die vierte, ne? Gut. Der Stefan hat ja vor uns nachgeguckt. Dieses Spiel hat Generation 1 bis 7. Krass. Sehr viel in ein Spiel geklatscht. Sehr, sehr viel. Traditionellerweise würde ja eigentlich dann hier der Rivalenkampf kommen, ne? Im normalen Pokémon Rot. Traditionellerweise, wenn man jetzt hier rüber geht, müsste dann eigentlich der Rivale auftauchen. Aber da wir den jetzt schon in der Pokémon-Schule besiegt haben, bin ich mir nicht sicher, was jetzt hier passieren wird. Wir gucken uns das einfach mal an. Mankey! Oh, das wäre eigentlich auch ein interessantes Wasser-Pokémon. Quapsel zu Quappo? Nee. Quapsel zu Quapuzzi? Und dann entweder zu Quappo oder ich weiß gar nicht, wie das andere heißt. Das ist die grüne Version. Würde ich eigentlich fangen wollen. Und ins Team mit aufnehmen.
Versuchen wir es gleich mal so zu fangen. Wo ist mein Energy? Ist da mein Energy versteckt? Quapo! Quapuzzi. Hidden Power Electric? Was macht denn die Hidden Power Electric? Ich gehe erstmal weiter. Guck mir das dann in Ruhe mal an am PC. Essen ist da. Tschö. Oh, kann doch nie wahr sein. Er verlässt uns nur wegen etwas zu essen. Danke fürs Reinschauen. I'm still preparing something. Okay. Holy wreck. Ja, welche Pokémon gibt es hier eigentlich? Nidoran männlich, Poliwag, Mankey! Hut, Hut! Dich, Dich? Achso, da stand ein Vieh im Weg. Gar nicht gesehen. Ja, der lässt uns nicht durch. Ne? Und normalerweise wäre halt hier auf dem Weg der Rivalenkampf gewesen, den sie jetzt anscheinend in die Pokémon-Schule verlegt haben. Politoed. Ja, aber die Deutsche. Ich komme nicht auf den deutschen Namen. Google mal den deutschen Namen. Schreibt jemand? Der Kufo. Quaxo. Ja, das kann sein, Quaxo. Ja. Der Kufo schreibt mir gerade. Ey, hör auf, Pokémon Pro zu streamen, dann nimmst du meine Zuschauer weg. Ich habe ja gesagt, ne, der Kufo streamt das ja auch. Da dachte ich mir, ich probiere es auch mal. Nee, ich habe schon so lange kein Pokémon mehr gespielt. Richtig Bock drauf, ey. Richtig Bock. Da darf ich halt nicht zur gleichen Zeit streamen wie der Kufo. Dann geht das doch, oder? Fangen wir ein paar Viecher hier und dann ziehen wir weiter. Ein Anton. Anton. Oh. Nicht gut. Nochmal. Ja.
Ein Natu. Ich finde hier einen Haufen neue Pokémon. Geil. Aber Natu ist Psycho und Flug. Also, Flug ist gut gegen mein Gras und Psycho gut gegen mein Gift. Nicht so gut. Also egal, was er macht, er ist effektiv gegen mich. Muss ich wechseln auf... Ich weiß nicht, irgendwas, was sterben kann. Einfach nur ein paar Angriffe machen. Einfach mal einen Tackle oder zwei und dann fangen wir das. Günstig, ne? Wechseln wir auf Charmander. Auf Burnboss. Ich kann den Namen so schwer aussprechen. Burnboss. Level 8. Ja, machen wir noch 2-3 Kämpfe und dann ziehen wir weiter. Einmal heilen und dann Richtung Wald hoch. Glumanda wird dann bei den ganzen Käferfängern richtig abgehen. Aber Myrapla muss ich irgendwie auch noch ein bisschen mitleveln. Für Rocco. Einen Kampf noch, dann ziehen wir weiter. Monkey! Mist, wie? Mist? Achso, er hat mich verfehlt. Dann ist okay. Er darf mich verfehlen. Ich erlaube das. Autsch. Autsch. Nein. Ist ja bald schief gelaufen. 120 XP, das läuft doch. So, das reicht jetzt. Raus hier. Wo kriegt man eigentlich die Rennschuhe oder die Laufschuhe? Weiß das jemand? Oder hat man die hier gar nicht? Braucht man unbedingt ein Fahrrad oder sowas? Weil die anderen hier laufen auch alle irgendwie alle. Ich muss mir meinen Mount von dem anderen Account holen. Ich muss mir mein altes Mount holen. Hier geht's auch noch rein. Ja, hallo, was haben wir denn da? Ein Habitak.
Mein Dad liebt Pokémon auch. Oh, toll. Wollen die mir das jetzt in die... Wollen die mir jetzt Salz in die Wunde reiben? Wir haben doch erst vor kurzem festgestellt, dass man leider keine Nicknames setzen kann. Und jetzt redet der von Nicknames. Oh, Spitznamen sich auszudenken macht so einen Spaß. Aber wir können keine Spitznamen setzen. Was ist denn hier los? So. Wir können leider keine Spitznamen setzen. Das verbietet das Spiel. Und dann setzen die mir so einen NPC hin, der mich verarscht, hä? Mal richtig schön Salz in die Wunde. Jetzt schreibt mich noch einer im Discord an. Was ist los? Moment. Greetings. Aha. Wenn ich schaffe, 4 Pokémon zu entwickeln, gibt er mir ein Item. Okay. Moment, wo ist mein Notizbuch? Also erstmal können wir aus dem Notizbuch das Taubsi rausstreichen. Das haben wir geschafft, ne? Aber 4 Evos schreiben wir jetzt rein. 4 Evos. Das heißt, wir werden einfach mal ein paar Käfer-Pokémon trainieren und entwickeln. Ne? Die gehen doch schnell. Machen wir. Aber es könnte sein, dass wir dieses Gegrinde dann nicht auf YouTube machen, sondern nur im Stream halt. Weil es halt zu lange dauert. Nice Pokémon you got there. Ja, ich weiß. Willst du mir wegnehmen oder was? Copycat Lamsey. Okay, was ist die? Aha, die kopiert das Team der Arena Challengers mit ihrem Ditto und bekämpft dann andere Trainer damit. Hä? Ah, okay. Okay, also das kann man erst machen, wenn man die Arena auch selber geschafft hat. Wenn man die Arena quasi vorher... Also wenn man die Arena geschafft hat, kann man dann zu ihr gehen und kann da dann gegen Teams kämpfen von anderen Leuten, die Arena auch geschafft haben. Okay, das ist ja lustig. Diese Ballons sind schön. Okay. Was ist hier los? Warte mal, kann man in diese Arena reingehen? Kann man in diese Arena reingehen? Normalerweise lässt man die erste Arena ja immer aus, ne? Weil das ja die Arena von Giovanni ist. Leader Unknown. Okay. Es ist so wie immer. Man kann nicht rein. Giovanni! Tatsache. Sind sie thematisch bei der Originalstory quasi geblieben. Okay. Was haben wir denn hier? Seewaddel. Seewaddel. Weiß nicht, ob man das so ausspricht. Seewaddel. Ja, ich würde gerne wissen, wie man rennen kann. Ach, wir wollten doch noch das... Das Quapsel abholen, oder? Ich hab doch gesagt, ich nehm's mit.
So, aber was machen wir dann raus? Das Hut kann raus. Ein Mankey vielleicht mitnehmen. Ja, und das mit den vier Viechern, die ich entwickeln soll. Ja, Giovanni ist der Anführer von Team Rocket. Der große Big Boss. So ein richtig typischer Mafia-Charakter, ne? Er sieht richtig aus wie so ein schmieriger italienischer Mafia-Boss. Er hat sogar ein Item. Pulli weg. Was trägt er? Ist das? Was ist das für ein Item? Oh shit. So. King's Rock. Ein King's Rock benutzt man für ein paar Evolutionen, ne? Cool. Ability Water Absorb. Ich dachte, es hatte Electricity. Jetzt bin ich verwirrt. Aber okay. Das nehmen wir noch mit. Ja, ist die Frage. Wollen wir wirklich vier Käfer-Pokémon weiterentwickeln? Wir haben die Quest angenommen. Müssen wir es eigentlich auch machen? Da fällt mir gerade ein, wir hatten doch hier unten sogar noch ein paar. Ne, nicht da unten. Hier rechts. So ein paar tägliche Quests oder so was Komisches. Was waren das hier? Bounties. Beat Bugcatcher Geralt. Clear Route 1 of Rattata. Catch Sentret. Kriege ich dafür? Ich habe doch schon einen Sentret. Ich habe doch schon eins. Kann ich jetzt einfach das hier nehmen, was ich habe? $7.500 Poké-Dollar. Drei Stück Rattata her. Okay, ich kann sie also nicht durch normales besiegen, die Items bekommen. Ich muss die Attacke Diebstahl benutzen. Und dazu hat sie mir die Attacke Diebstahl gleich mitgegeben. Ging das nicht? Geht nicht? Okay, Oddish hat jetzt, nicht Oddish, Poliwag. Poliwag hat jetzt Diebstahl. Was kann ich noch bei der machen? Okay. Gut, ich soll dann einen Geralt von Rivia besiegen. Man nennt ihn auch den Weißen Wolf. Nein, da ist so ein Bugcatcher, den soll ich dann besiegen. Aber erstmal gehen wir Rattenhaare fangen. Rattenhaare klauen.
Natürlich, also, ne? Immer wenn man eine Radfratze braucht, dann kommen nur. Ja, Pidgeys. Pidgeys. Taubsies halt. Immer wenn man einen Radfratz braucht, ne? Schlimm. Na toll. Wenn wir Glück haben, dann rennen wir noch mal in ein Ponita. Das fehlt mir noch auf dieser Route. Ja, ne? Und ein Fragezeichen-Ding fehlt uns noch. Irgendwas Mysteriöses. Irgendwas sehr Seltenes. Das ist extra lila. Natürlich. Es taucht einfach kein Radfahrzeug auf. Ist doch logisch. Da haben wir eins. Jetzt die Frage, ob das Ding auch ein Rattenhaar hat. Nichts bekommen, oder? Mist. Das heißt, nicht jedes kann mir auch so ein Item geben. Na gut. Eieieiei. Ich frage mich, was da die Erfolgschance ist. Ernsthaft? Drei Stück und keins davon hat so ein Haar? Das. Gucken, ob man irgendwo die Quests einsehen kann. Nicht, dass ich aus Versehen die Quest abgebrochen habe, weil ich die andere gestartet habe. Man kann doch sicherlich mehrere gleichzeitig haben, oder? Ich weiß nicht. Wir versuchen noch eins, dann gehe ich nochmal zurück und gucke mir das mal an. Ja, okay. Das ist einfach bloß eine geringe Chance, dass die wirklich was dabei haben. Ich brauche, glaube ich, zwei oder drei. Aber ich muss mich heilen gehen. Marcel is my name. Hallo Marcel.
vergessen, das Fenster aufzumachen. Immer noch so schweineheiß hier drin. Kann er noch ein Weilchen dauern. Ich frage mich, ob wir im Vertania Wald Pikachus fangen können. Höchstwahrscheinlich, ne? Also in Rot und Blau konnte man das. Jetzt die Frage, ob wir das dann auch mit ins Team nehmen. Ich glaube eher nicht, ganz ehrlich. Ich bin eigentlich eher so ein Fan von sowas wie Voltilam oder so, aber ich weiß nicht, ob man das hier an Kanto fangen kann. Na, Voltilam hat auf der höchsten Entwicklungsform eine sehr schöne Reichweite an Moves. Sehr viele Elemente. Warum renne ich denn weg? Warum renne ich denn weg vor dem Rattata? Oh. Ah. Warum? Kein Radmacher. Dieser eine Poké-Dollar, dieser Trost-Dollar. Wieder kein Haar. Es kommt kein Haar. Okay. Dann gehe ich mich mal heilen und gleich nochmal nachgucken, wie viele Haare ich eigentlich wirklich brauche. Ich glaube, ich brauche 2 und habe bis jetzt 1 gefunden. Es könnten aber auch 3 sein, dann wird es ein bisschen länger dauern. War das gerade ein Alpollo als Mount? Das sieht cool aus.
Ein Apollo als Mount sieht echt cool aus. Ist der schon fertig? Warum habe ich null? Danke für den Hinweis, du blöde Kuh. Das hättest du mir mal vorher sagen können. Wenn er das Item klaut, rüstet er sich das selbst aus. Ich muss es dann erstmal ablegen und dann kann ich ein neues klauen. Naja. Also jetzt habe ich eins. Machen die mit Absicht? Das machen die sowas von mit Absicht, oder? Ah, da ist eins. Level 6. $0. Oh, wow. Es hat $0 gedroppt. Ein Schein, auf dem 0 steht. Nichts geklaut. Ist aber auch ärgerlich, dass nicht jedes Ratata, nicht jedes Ratfratz so ein Ratfratz-Haar hat. Macht doch gar keinen Sinn. Jedes Haar an einem Ratfratz ist ein Ratfratz-Haar. Warum hat da nicht jedes Ratfratz ein Ratfratz-Haar? Könnte man einen glatten Zungenbrecher draus machen, ne? Oh, Stefan geht schlafen. Gute Nacht, Digga. Danke fürs Reinschauen. Bevor du schlafen gehst, ne, denk noch mal wirklich ganz genau drüber nach. Ja, wenn jedes Radfratzhaar ein Radfratzhaar ist, warum hat dann nicht jedes Radfratz ein Radfratzhaar? Hm? If every hair on a Rattata is a Rattata hair, then why doesn't every Rattata have a Rattata hair? Rattata. Ratfatz. Das ist so eine Mischung aus Ratte und kleiner Fratz. Ne, also kleiner Schlingel. Ne, also so ein bisschen junger Bursche, der ein bisschen was ausgefressen hat. Weißt du? Also, so eine Mischung aus Ratte und kleiner Schuft. Kleiner
kleiner Fratz halt. Langsam wird es ein bisschen nervig. Ratatatatata. Ach komm. Das ist böse. Mir wird jetzt langsam warm unter der Mütze. Ich mache jetzt mal wirklich das Fenster auf. Schon wieder nicht. Unglaublich. Kann man nur so ein Pech haben? Ich bin gleich wieder da, Leute. Ich mach kurz das Fenster auf. Mehr nicht. Frische Luft. Bloß noch meine Kopfhörer. Moment, ja. Laufen schon mal ein bisschen rum. Was ist hier los? Ach, da läuft er. Sandred. Nein, ich brauche Radfratz. Lion Slayer. Lion Slayer, aber noch ein G dazwischen. Lion Slayer. Das gibt's doch nicht, oder? Das gibt's doch einfach nicht. Ich werde jetzt wahrscheinlich hier gleich wieder die YouTube-Aufnahme ausmachen und wieder anmachen, wenn ich fertig bin damit. Damit sich YouTube nicht später so langweilt. Ja, ich mache das jetzt einfach mal aus. Also YouTube, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Mhm.